diese Mahnwache mit Hilfe von anderen Menschen zu organisieren, hat den Grund, dass ich glaube, es ist mal an der Zeit, über die Folgen von Corona zu sprechen und all das, was diese neue Corona-Welt mit sich bringt. Ich möchte gleich zu Anfang für uns alle, die das organisiert haben, sagen, dass wir nicht mehr oder weniger politisch sind wie manch andere und weit weg von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, rechtem oder radikalem Gedankengut, und in Bezug aufs Impfen bin ich persönlich einfach nur kritisch. Da ich vom 22.02. bis zum 14.03. im Urlaub war, wusste ich recht wenig über Corona. Und so war ich bei meiner Rückkehr total schockiert. Weil ich auf meiner Reise viele Menschen getroffen habe, hatte ich Angst, dass ich womöglich irgendjemand ansteckt, und habe somit am 15.03. beim Gesundheitsamt angerufen. Die Dame dort war recht freundlich, aber auch irritiert. Gab es doch für meinen Anruf keinen Grund, ich hatte keine Symptome, kein Fieber und ein Test, nee, nicht mal wenn ich ihn selber bezahle, brauche ich nicht. Auch nicht als Hebamme. Jetzt war ich ziemlich verwirrt und so habe ich in den letzten Tagen mich durch die Medien gekämpft und eigentlich relativ wenig verstanden, wenn nicht sogar gar nichts. Außer, dass es bald irgendeine schreckliche Welle geben würde, die viele Menschen sterben lässt. Zwischen meiner eigenen Unsicherheit und Ängste mischte sich relativ bald die Fragen der Eltern und der jungen Familien. Ich spürte ihre Angst, meine Angst und dachte, das kann für niemand gut sein. Ich glaube, unsere Politiker haben Anfang